Guten Tag, meine lieben Freunde, hier ist der Fall Guy. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video nach, was weiß ich, wie vielen Monaten. Alter, verpiss dich, Beta, ich will dich nicht mehr sehen. Das ist auch nicht viel besser. Ja, genau, geh zu meinen Füßen, da wo du hingehörst. Ja, wir spielen heute die Beta der nächsten Fall Guy Season, die am 21. Juni erscheinen wird. Die sind wahrscheinlich schon draußen, bis ich das Video fertig geschnitten habe, aber wir werden sehen. Es kommt wahrscheinlich demnächst noch ein Video, was einmal meine Pläne für den Kanal sind. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, denn es geht heute um die nächste Fall Guys Season. Es gibt ja eine Close Beta, also mehr oder weniger Close. Ich muss mich jedenfalls dafür anmelden, aber sie wurde auf jeden Fall sehr stark beworben innerhalb von Fall Guys. Deswegen habe ich mich auch dafür angemeldet. Und ja, es geht um die nächste Season, die wie gesagt bald erscheint, und nach allem wie es aussieht, wird die Scheiße free to play werden. Also ich habe mich da nicht wirklich so informiert, aber es steht im Spiel, dass es kostenlos wird auf den Plattformen. Ob das jetzt heißt, dass es für eine Woche kostenlos wird, weiß ich nicht. Aber ganz ehrlich, die machen da jetzt so ein Tamtam drum, sogar eine Beta für die nächste Season zu machen, und es gab jetzt auch seit 6 Monaten kein Season-Update mehr, weil die aktuelle Season, die läuft, die Season 6, zu der wahrscheinlich auch noch ein Video kommen wird, die ist nämlich schon seit dem letzten Jahr draußen, was ein bisschen krass ist, aber das ist eine coole Season, deswegen will ich mich nicht beschweren. Ich habe auf jeden Fall ewig kein Fall Guys mehr gespielt, erst vor ein paar Tagen wieder angefangen. Und ja, wie gesagt, dazu wird es dann auch bald ein Video geben. Und wir haben auf jeden Fall, ich glaube, alle Skins vom Season Pass der nächsten Season zur Verfügung mit dieser Brille inkludiert. Also das ist halt ein separater Client. Also das ist jetzt nicht irgendwie hier mein Fall Guys Account. So Pixelbrille, das wird es nur das geben, ne? Pixelbrille, da gibt es keinen Unterteil zu. Ne. Frage ist, welchen Skin wollen wir reinnehmen? Cheerleader Dingens ist natürlich auch ganz cool. CD Queen. Auch sehr lustig. Das hier ist auch cool. Genauso wie das Gänseblümchen hier. Junge, der hat sich richtig ein Gänseblümchen eingepackt. Tut mir wirklich, wirklich leid wegen diesem Beta-Ding, das hier die ganze Zeit rumfliegt. Ja, komm, geh in die Ecke, geh in die Ecke. Ja, es kommt mir ein bisschen so vor wie so ein 90er-Jahre-DVD-Teil, Alter. What the fuck? Dieser Skin ist auf jeden Fall aus der letzten Season, also ist jetzt nicht aus der aktuellen Season. Was ist das hier? Sonnenskarabäus? Skarabäus? Der aus Assassin's Creed? Nicht der. Es tut mir leid, ich spiele in letzter Zeit so viel Assassin's Creed. Und ich kann nicht mehr reden. Tut mir leid, Leute. Ich habe seit 4 Monaten nicht mehr aufgenommen. Ich würde ganz ehrlich sagen, wir bleiben bei der Brille. Ich finde die so cool. Ganz ehrlich, das wird das erste, wo ich einfach drauf hingrinden werde. So, und wir spielen die Stadion Stars Show, wo nur die neuen Modi drin sind. So, diese Beta, die ist jetzt um 17.30 Uhr gestartet, also relativ vor kurzem. Und die wird, glaube ich, für ca. 1,5 Stunden gehen. Und dann ist vorbei, deswegen nehme ich auch dieses tolle Video auf. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Was heißt direkt? Ich habe wieder viel zu viel drumherum geredet. Egal. So, bitte sag mir, dieses scheiß Beta-Ding verpisst sich gleich. Ich habe keinen Bock, das im Spiel zu haben. Wenn doch, tut mir das wirklich, wirklich leid, Leute. Das dürfte sehr nervig sein. Nur 38 Spieler. Und sie wurden instant gefunden. Schnellbahn. Überwinde die Hindernisse und renne auf der Strecke 3 Runden. Okay, und da werden auch die Medaillen angezeigt tatsächlich. Also das ist auch neu. Ja, ich bin echt gespannt. Also es wird jetzt auch scheinbar mehr auf den Game-Show-Aspekt eingegangen, weil es ist auch eine Zuschauergruppe. Okay, die Mucke ist auf jeden Fall auch neu. Okay, okay, okay. Ja, wir werden sehen. Perspektive und alles noch gleich. Wie viele die Brille drin haben! Ich feier's! Okay, was zum Fick passiert hier? Oh! Das ist cool. Oh, wir kriegen einen Geschwindigkeitsbonus. Nee. Nein, gib mir einen Boost. Ich will Speed. Nein, nicht diese Art von Speed, Leute. Nein, 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 nicht falsch verstehen. Speed. Ja, geil. Gott, Leute, das klingt so falsch. Nein. Ja, wir haben es doch gekriegt. Ah, nein. Mein Speed. Ah. Komm. Hier sind wirklich nur die größten Fall Guys Tryhards einfach drin, habe ich das Gefühl. Speed. Okay, wir haben die erste Runde abgeschlossen, aber ich glaube, wir werden instant rausfliegen.
Shit. Ah! Scheiße, bin ich weit hinten. 26 Leute können sich qualifizieren. Also wer Folge es nicht kennt, dann ja, die Person existiert, glaube ich, nicht, wenn diese Person älter als 10 ist. Also nicht so wie ich. Nein, Leute, ich bin älter als 10, auch wenn es sich nicht so anhört. Meine Güte, wie gut sind die denn alle? Ich weiß gar nicht, ob das der erste Public Test ist oder ob es schon mal einen gab. Ich habe auf jeden Fall gerade vorhin eine E-Mail bekommen und habe mir instant das installiert. Und ich werde es gerade so nicht schaffen. War ich letzter? Perfekt, Alter, perfekt. Ihr werdet auf jeden Fall bemerken, dass ich Hyperaxo heiße. Das ist mein Epic Games Name, weil ich den irgendwann mal so genannt habe. Tut mir auf jeden Fall leid, Leute. Das ist ein seltsamer Name, ich weiß. Also das muss man auf jeden Fall Epic Games damit verbinden. Das muss man auch schon machen, bevor das Spiel überhaupt auf Epic Games gab. Das ist ein bisschen weird. Ich glaube, das gibt es jetzt auf Epic Games. Ich bin mir aber nicht sicher. Das ist ja ein Modus, war auf jeden Fall schon mal cool. Bahnenkampf. Überwinde die Hindernisse dieser gefährlichen Rennstrecke und erreiche das Ziel. Okay. Also einfach nur ein Rennen. Also das Spiel geht auf jeden Fall in eine sehr andere Richtung. Allgemein vom ganzen Theming. Also vom Farbtheming, aber auch vom spielerischen Aspekt her. Das ist alles ein bisschen anders. Hui. Ich will mein Speed. Oh Gott. Mehr Speed. Meine Mutter hört das dann so im Hintergrund und denkt sich, was labert der Junge da gerade von Speed? Es tut mir leid, Mama. Komm durch da, rein in die Olga, rein in den Speed. Ach, ich glaube, ich bin sogar einer der Ersten. Hui, das ist so cool. Ich war Dritter, Eins von beiden. Das ist ein cooler Modus. Also die Spiele scheinen jetzt sehr viel schneller zu sein. Ich bin grundsätzlich ein Fan von Season 6 gewesen, weil die Modi ein bisschen länger dauern und einfach mehrere Wege bieten. Hier habe ich jetzt auch mehrere Wege gesehen, mehrmals, aber ein bisschen zu schnell, ein bisschen zu kurz, ganz ehrlich. Also Fall Guys ist ein schnelles Spiel, aber ich finde es dann auch mal gut, wenn die Modi ein bisschen länger gehen. Deswegen mochte ich Season 6 so sehr. Das habe ich schon mal gesagt. Warum sage ich das nochmal? Jetzt sind noch wie viele Leute drin? 18? Keine Ahnung. Also ich muss sagen, als Spieler blende ich dieses Beta mitten im Spiel aus. Ich weiß nicht, ob das drin ist. Springen durch die Reifen, um Punkte zu erzielen. Oh nee, Alter. Tim-Modus gibt's doch schon. Das ist jetzt die dritte Iteration von diesem Modus. What the fuck? Alter, geile Mucke. Also das Ding scheint auch im Spiel drin zu sein, dieses Beta-Teil. Was hier hin und her springt. Ich weiß auch nicht, warum das so hin und her springen muss und ich einfach irgendwie in der Ecke chillen kann, ganz ehrlich. Verpiss dich doch. Wo sind hier Ringe? Hier sind keine Ringe. Okay, das scheint ein bisschen anders zu sein. Lass mich raten, die kommen irgendwie... Ja, die kommen aus den Seiten. Zwei Punkte. Und für den blauen kriegt man einen. Ja. Okay, ich werde nicht weiterkommen. Ah! Nein! Silber gibt's auch. Oder Platin, wie Mautado sagen würde. Das verstehen jetzt auch irgendwie niemand. Steh doch auf, du fettes Pönchen! Ach, bitte. Hab ich den Zweierring da? Okay. So war das nicht gewollt, aber okay. Okay, warum nicht? Der Modus ist ganz lustig eigentlich. Ja, oh Gott. Man muss auf jeden Fall Momentum auf diesen Dingern hier aufbauen. Nein! Mann, Mann, ich habe es nicht weiter geschafft. Mann. Also da oben gibt es auf jeden Fall noch eine neue Währung. Warum muss das B zum Überspringen drücken? Hä? A besteht. Achso, okay. Verstehe. Also ja, es wird auf jeden Fall Free-to-Play werden. Herausforderungen gibt es keine, wie man rechts sieht.
Da kriegt man dann normalerweise Zeug, mit dem man leveln kann. Das ist auf jeden Fall der Season Pass. Und die ganzen blockierten Sachen sind, glaube ich, die Skins. Karnevalsbohne, ist das was wir haben? Wahrscheinlich, oder? Kamelforscher, what the fuck? Ich glaube nicht, dass es was ist, was wir haben. Also vielleicht doch was anderes. Also jetzt würde ich sagen, nehmen wir den Cheerleader. Höhenflieger. Wie süß. Das ist ein sehr cooler Skin. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal rein. Es gibt auch eine ganz normale Show, wo alle Modi drin sind. Aber ganz ehrlich, wer wird das denn bitte spielen in der Beta? Das will keiner machen. Ich will doch nur die Modi spielen. 2 Tage, bevor sie rauskommen. Warum habe ich mich hierfür überhaupt angemeldet? Jetzt habe ich diesen scheiß Lobby-Count in meiner Fresse. Ist das eigentlich ein Bug, dieses Teil? Das kann nicht sein, wenn es sich bewegt, oder? Warum ist das da? Wieder der Schnellbahn-Modus. Gegen den ich ja nicht zopp. Mehr Speed. Es tut mir leid, Leute. Ich weiß, dass es nicht mal lustig ist. Also, die Season fühlt sich auf jeden Fall sehr anders an. Ganz am Anfang, wenn man das Spiel startet, dann stand da auch was von einem anderen Entwickler. Irgendwie Red Kite irgendwas oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwas mit einem roten Kite. Also, die machen das jetzt nicht mal alleine, die Leute von Mediatonic. Hui. Mehr Speed. Speed. Verpisst euch, Leute. Ich will meinen Speed haben. Oh Gott. Speed, gib mir Kraft. Speed. Mehr Speed. Ah, ich will es wenigstens im ersten Modus mal da schaffen. Los. Nein. Ja. Speed. Mehr Speed. Okay, anders durch. Oh Gott. Nee, ich glaube, das hat mir gerade das Durchkommen gekostet. Scheiße. Ich habe keinen Speed, Leute. Ich habe keinen Speed. Nein, ohne Speed kann ich nicht überleben. Ich bin süchtig nach dem Scheiß, aber ich habe es trotzdem nicht geschafft. Und nein, Leute, auch wenn es mein Unterbewusstsein mit meiner tiefen Stimme vortäuscht, ich bin noch nicht im Stimmbruch. Jedenfalls kommt es mir irgendwie so vor, als hätte ich mir angewöhnt, meine Stimme ein bisschen tiefer zu machen. Also es fühlt sich auf jeden Fall so an, als würde da mehr Bass aus meinem Körper rauskommen. Als würde der Muskel ein bisschen mehr getriggert werden, mit dem ich diese wunderbare Stimme mache. Irgendwann wird's kommen, Leute. Beat. Boom. Boom. Speed. Speed. Speed! Es tut mir leid. Ich kann nicht aufhören. Das ist so lustig. Nein, Leute. Drogen sind nicht lustig. Und Witze über Drogen zu machen ist, keine Ahnung, rassistisch. Was würde Mitreden sagen? Speed. Speed. Ah! Kein Anti-Speed. Speed! Ich hab keinen Speed, Leute. Ich hab keinen Speed. Jemand ist durch! Jemand ist durch! Ich dachte, ich war schnell! Achso, ich bin schon am Ende. Okay, ich bin schnell. Der ultimative Launch. Und ich war Vorletzter. Also noch relativ knapp. Dann mach ich zu viel. Es tut mir leid. Jeder hat einfach nur diese scheiß Brille drin. Nicht, dass ihr es sehen könntet wegen diesem scheiß Beta-Ding, das irgendwie scheiße ist, keine Ahnung. Ich kann das aber auch leider nicht zu viel spielen. Oh, Volleyball. Schlage den Ball auf die andere Seite und berühre den Boden, um Punkte zu erzielen. Was? Okay. Interessant. Oh nee, es sind 1 gegen 1. Also ich kann auf jeden Fall auch nicht zu lange, weil es ist fast 18 Uhr und um 19 Uhr ist das Formel 1 Rennen und das muss ich gucken. Dann Formel 1 ist richtig und fertig. Also was muss ich machen? Was? Nein! Was passiert? Okay, verstehe ich nicht. Hä? 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 Wie war das denn nicht richtig? Ja. Nein! Mann, was ist das für ein Rotzmodus? Ja! Punkt für mich. Okay, ich check ihn zumindest. Ich muss einfach nur. Ja. Nicht das. Oh, okay, danke.
Danke für den Punkt. Ah! Ja! Was war das denn? Nein! Ja, get wrecked, loser. Auch wie leicht ist denn dieser Ball, Mann? Ja! Auch oh, bitte noch einen Punkt für mich. Nein. Oh nee, der hält ja noch auf. Ich hab's nicht mal ins Finale geschaffen, Mann. Es tut mir leid, Leute. Ich biete keinen guten Content für euch. Scheiße. Jetzt habe ich mir auch noch mein Genick gebrochen, Mendo. Und yay! Mal drei. Warum mal drei? Hier ist auf jeden Fall auch der Kronenrang. Direkt im selben Menü wie der normale Pass. Den gibt es auch schon im normalen Spiel. Da schaltet man einfach, je nachdem, wie viele Kronen man kriegt, die man halt durch Siege kriegt, dadurch kriegt man eine Krone. Und durch den Pass kriegt man auch manchmal Kronen. Ja, hier genau. Dann levelt man das halt hoch und kriegt verschiedene Belohnungen. Ich bin... Bei welchem Raum bin ich? Ne, nicht Krokodil. Eiscreme. Ja, genau. Den Rang 16 habe ich heute erreicht. Mit dem Eiscreme-Skin habe ich natürlich nichts gegen. Habe ich aber noch nicht gespielt. Also ja, ich habe gemixte Gefühle. Die neuen Modi sind zwar echt interessant, aber irgendwie ist ein bisschen was vom Fall Guys Flair weg. Und wie gesagt, ich mag halt die längeren Modi schon ziemlich gerne. Aber wir werden sehen, wie es in der neuen Season läuft. Bald wird wahrscheinlich noch ein Video zur Season 6, ja genau, Season 6 kommen. Wo ich dann einfach nochmal in den letzten zwei Tagen, oder am letzten Tag sogar, ich glaube morgen ist der letzte Tag der Season, ein Video dazu aufnehme. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.